Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die Taktanalyse für nun. Ja, was haben wir denn? Donnerstag, den 20.08.2020. Unser DAX hat, ach, ja, da fehlt einem schon richtig die Motivation, überhaupt eine Einleitung zu finden. Der hat einfach auf der faulen Haut gelegen. Mal wieder im Bereich 39, 29 auch den Tag beendet. Das kennen wir aus den letzten Tagen noch ganz gut. Immer wieder ähnliches Niveau hier, nichts geschafft. Wir hatten gesagt, wenn der DAX über die 900 schafft, sollte er durchaus wieder ein bisschen aufwärts klickern können. Durchaus auch wieder hoch bis zur oberen Kante ran können. Oder eben nach unten Richtung 750. Jetzt haben wir gesehen, das wurde nichts. Also er hat es früh probiert, ne? Er hat es relativ schön eigentlich auch, also wie er die Flagge aufgelöst hat, das hat formal, rein technisch hat das prima gepasst. Also das hätte mich nicht verwundert, wenn er nochmal diese Abwärtsbewegung, die er hier eingeleitet hatte, dann an die Flagge hinten dran gehangen hätte und hier auf 57, aber offenbar waren einfach wieder viel zu viele dann auf der Short-Seite ihm an der Backe, sodass er von der 8,45 hochgerannt hat. Damit hat sich nicht viel verändert. Damit können wir auch die Optionsscheine hier quasi mit drin stehen lassen. Und wenn ich welche nehmen würde, dann halt hier in dem Bereich, ne, für die Aufwärtsstrecken den, für die Abwärtsstrecken den. Und das somit eigentlich unverändert. Also eigentlich auch zur gestrigen Analyse alles unverändert. Wir haben den kleinen Trigger nach oben nutzen können, nach oben gegangen. Wir haben jetzt auch im letzten Update hat man noch geschrieben, oben bei der 13.000, dass das so ein bisschen aussieht, wie als wenn er fertig ist. So richtig hatte ich mich gar nicht getraut, da mit Überzeugung reinzugehen und zu sagen, dass er da jetzt wieder bis 100 zu 39 kam. Das sah mir schon recht stabil aus, also wirklich stabil aus. Letztendlich hat er es doch gemacht, hat sich wieder zur 39 runtergedrückt, hat auch hier von der 13.000 an gleich eine rote Stundenkerze nach unten geworfen und sich eben Stück für Stück wieder zur 39 geschoben. Aber damit alles auf Start, alles wieder zurück. Für den. Moment, irgendwie bin ich mit den Tagen hier ein bisschen raus. Für den Donnerstag humpelt der DAX ja ganz gerne zur Seite. Und vor allen Dingen auch meist wieder zurück. Donnerstage können aber auch recht kräftige Donnerstage sein. Das hat mir in den letzten Wochen auch irgendwo mal gehabt. Ich glaube hier, das war auch ein Donnerstag gewesen. Ne? Der hätte ja richtig reingerotzt. Da haben auch alle damit gerechnet, das wird jetzt ein typischer Seitwärtstag und dann hat er ordentlich durchgezogen. Sollte er ordentlich durchziehen, würde ich weiterhin das Ziel auf die 57 nehmen. Da gab es gestern ein paar Kommentare zu, die ich nicht so ganz greifen kann. Warum? Wieso, weshalb wir da jetzt die 57 nehmen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir jeden Tag die Analyse machen, um die Veränderung vom Vortag mit einzupreisen. Also das, was wir machen, ist für den Folgetag. Das ist eine Analyse für den Donnerstag. Das heißt, das, was wir für den Donnerstag besprechen, muss nicht mehr für den Freitag gültig sein. Ja, und deswegen ist es durchaus legitim, einfach auch dann am Ende des Tages zu sagen, okay, hier ist jetzt was Neues mit drin, das müssen wir beachten, und deswegen ziehen wir das mit herein. Das kann ich dazu sagen. Also mir ist es schwer dann so Kommentare nachzuvollziehen, wo die Leute ganz böse auf mich sind, warum ich denn das jetzt mit der 57 da mache. Vielleicht ist das nicht so bewusst. Und Fakt ist, das ist wirklich eine Tagesanalyse. Also wir stellen uns jetzt nicht hin und machen den Plan für die nächsten Wochen fertig im DAX, sondern das ist wirklich für morgen das Wichtige jetzt hier im Video besprochen. Ja? Und auch für morgen wäre jetzt auch wieder wichtig, die 57 hier eben zu betonen und zu benennen. Setzt unterhalb hier ein Ziel, rutscht jetzt ein bisschen, nö, rutscht nicht tiefer. Noch 57, ja, 748, 57 hat sich nicht wirklich viel verändert, das bleibt jetzt gleich. Von dort sollte man eine Reaktion einplanen. Na, also da würde ich schon denken, kann unser DAX gut nach oben zünden, Channel spielen, oben an die Flaggenkante ran und ab die Post. Das wäre möglich, das wäre denkbar und fehlt hier auch noch ein bisschen so im Chart. Ne? Vielleicht wäre das auch so eine finale Bereinigung, ne? Um hier einfach mal so ein bisschen, ja, aus dem Pott rauszukommen halt, ne? So ein bisschen wie das hier. Haben wir auch gesehen, hat der DAX auch erst unten aufgelöst mit hier einmal raus, dann push, push, heftiges Schlag und dann kam ein schöner, impulsanter Stoß nach draußen. Vielleicht brauche ich einfach nochmal so ein Abschlusstief, um einfach mal nochmal alles, was long drin ist, rauszurupfen. Schön schnell hier runter, harter Konter, lang durchziehen. Ne, also es wäre nicht ungewöhnlich, zum Beispiel auch zum Donnerstag bis hier runter und wieder zurück. Das kann der locker schaffen. Vielleicht sogar höher zurück, über die 13.000 zurück. Freitag aufwärts gap, über die, ich sag mal, 13.50 und dann ein langer Freitag. Und schwuppdiwupp wäre das Ding geklärt. Ne, also so kann ein DAX das auch machen. Das wäre nicht ungewöhnlich. Denn die Donnerstage schlagen oft auch beidseitig aus. Das sind schon eher seltene Donnerstage hier, dass er wirklich so in eine Richtung komplett durchtrendet.
was wir häufig sehen, ist eine starke Übertreibung in die eine Richtung und dann ein völliger Konter in die andere. Also das ist nicht ungewöhnlich. Ja, zum Donnerstag sollte man deswegen auch hier wieder weiter in den Bereich um 57, 37 einfach ernst nehmen und einplanen. Na, ansonsten ruft er den kaputt, geht er raus. Wäre das dann ein Aufbrechen dieses Channels und damit eine Trendbeschleunigung, damit das bleibt gleich, das haben wir gestern auch erzählt. 640 wäre dann das Ziel, darunter tiefer 500, 400 und so weiter. Das ändert sich alles nicht. Oben haben wir die 1330. 13,50, die bleibt weiterhin wichtig. Geht der Channel nach oben auf, bricht der Abwärtstrend, bricht das Korrekturmuster und unser DAX aktiviert sich. Anschlusspotenziale bis 13,200, 13,300. Punkt, fertig, aus. So muss man es sehen, so kann man es sehen und auch zusammenfassen. Damit braucht man hier nicht mehr Worte verlieren. Für mich bleibt weiter das hier super interessant. Ich finde, das fehlt irgendwie noch. Würde mir wünschen, dass es zum Donnerstag vielleicht noch bringt, hier unten 7,50. Also. Es ist halt, es ist wirklich für den DAX ist das sowas, das macht er halt einfach gerne. Also würde mich schon wundern, wenn er das auslässt. Das sind einfach so Sachen, die sieht man wirklich oft. Also das ist halt einfach was Markantes für den DAX. Ne? Jeder Markt hat so seine Besonderheiten, jeder Markt hat so bestimmte Bewegungsverhalten. Das sieht man im Gold halt, ne? Das zu bestimmten Tageszeiten oder zu bestimmten Tagen einfach immer wieder typische Bewegungen macht. Man sieht das in Währungsbahnen, man sieht es auch im US-Dollar, man sieht es zum Monatsende dort in irgendwelchen Forex-Bahnen, man sieht auch in Aktien. Und es gibt auch ganz viele Aktien, die so ganz markante Bewegungen haben. Und das liegt häufig an der Investorenstruktur, die da drin ist, an der Händlerstruktur, die drin ist und die den ganzen Tag handeln. Also ne, wenn bei JP Morgan jemand den DAX handelt, dann wird das morgen nicht ein anderer machen, sondern dann hat irgendjemand den Hut auf die Feder auf, ne, der am besten um und um geht. Und er macht halt immer wieder das Gleiche und das sieht man im Chart. Dafür ist die Chartanalyse da. Ne? Und so sieht man das auch bei bestimmten Aktien halt. Ne? Da kann man fast erkennen, wann die Geschäftsführer dort ihre eigenen Anteile veräußern, ne? Und wann sie wieder aufstocken. Und weil das einfach so eine gewisse Struktur ist. Und das ist das, was wir beim Trading machen, wenn wir in Chartanalyse traden. Wir gucken uns diese Muster an, gucken, was macht er häufig und traden dann halt einfach mit. Ne, und hier wäre eben dieser Punkt mit der 57. Das wäre für mich halt so eine Knackpunktstelle. Das ist immer so ein Punkt, das mag der DAX ganz gerne. Es muss nicht kommen, aber es ist halt einfach typisch. Es ist halt einfach oft. Ja, genauso wie wenn er sowas nach oben auflöst, dass das dann auch knallt. Insbesondere wenn er vorher noch hier unten vorher dran war halt, ne? Wenn er den sauber gemacht hat und er ruft dann oben raus, dann auch sehr markant, sehr typisch. Ne? Gibt einfach so Besonderheiten, der macht der Klacks ganz gerne. Tagesschart will ich eigentlich gar nicht mit Ihnen reingucken, das ist die gleiche Soße wie die letzten Tage. Was soll ich Ihnen da sagen, ne? Ja, komm, lass mal einfach mal kommentarlos im Raum stehen und machen die Analyse zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Ciao.